Moin moin und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Raft. Wir waren auch fleißig unterwegs hier irgendwie in dieser schwimmenden Stadt. Ich habe gerade irgendwie was geflutet gehabt und ja, wir schauen mal, was ich jetzt nächstes kaputt mache, dadurch, dass ich hier durchlaufe. Holz nehme ich. Oh, Hinweis. They're screaming upstairs. After the captain opened fire on the rafters, a damn riot broke out. Some supported Tully's orders. Others really did not. A smaller raft made its way into the water entrance. But there was only a kid on board. His parents were sick, I think. Poor boy isn't saying much. Tangaroa's a lost cause. We're getting out of here. Aussichtslose Sache. Ja, okay. Obwohl, ich finde das Konzept von der schwimmenden Stadt grundsätzlich ja ganz geil. Scheint hier vielleicht nur von der Führungsriege das Problem gewesen zu sein, dass es so kaputt wird. Benutzen. Ich gehe da noch nicht durch. So, Plantation. Hier, Schrott, dich nehme ich mit. Dich brauche ich. So, wenn wir natürlich dann gleich in der Oberfläche sein sollten, gehe ich doch nochmal zurück. So. Die Leiter darf ich wieder nehmen. Das ist nett. Jump and run. Wie tut das weh? Wie sehr? Ach, geht. Das ist in Ordnung. Das heißt, ich gehe doch erstmal durch die andere Tür da. Aus Interesse. Okay, das ist schon wieder so wie bei der letzten Insel. Ich finde, das fühlt sich gerade überhaupt nicht mehr so nach diesem Raft-Konzept an. Aber das hier finde ich spannend. Loading, Storage, Generator. Keine Ahnung, was jetzt hier gerade passiert. Cafeteria. Ach, hier bin ich. Ah! Da könnten wir zurück zum Floß, aber egal, egal. Spannende Sache hier. Richtig spannend. Ich habe auch noch genug. Oh, was habe ich denn hier? Wasserrohr. Oh. Oh ja. Wasserrohr, das wäre natürlich für unsere Tierchen ganz gut. Sprenkelanlage, Dauerversorgung. Nur eine Wasserpumpe, die dann dauerhaft das aus dem Meer rauszieht. Banane. Geil. Erdbeer. Wow. No, 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 no. The entire ecosystem is ruined. I've warned Captain Tully about this for weeks now. My contract doesn't allow me to tell anyone else, and it's eating me up inside. The banana plants won't bear nearly enough fruit, not to mention the infestations. We'll be starving by the end of the year, if not sooner. Also der Captain Tully scheint wohl eine gewisse problemverursachende Tendenz gehabt zu haben. Komme ich eigentlich durch? So, kann ich einfach abschalten? Benötige drei Klebeband. Dann kann ich das abschalten. Ja, okay. Mal gucken. Ach, Bananen, deswegen kann ich das auch noch nicht ernten. Da ist das zweite. Da ist das dritte. Gut, das war jetzt nicht so die spektakuläre Suchaktion, aber ich finde das ganze Setting hier gerade total geil. Ich dachte, ich flieg damit die Elektroleitung, aber ist okay. Ich weiß gerade, wie geil das für Bananen und Erdbeeren finden.
Oh, das heißt, wir müssen vielleicht doch noch mal einen relativ großen Garten anlegen. Und dann noch mit den Wasserrohren, dann wird das sogar auch automatisch bewässert werden. Naja. Wieder drei Klebeband. Habe ich noch welche? Nee, ne? Nee. Aber auf jeden Fall finde ich mit den Notizen mich hier schon wieder komplett durcheinander dabei. Obwohl die ersten drei am Stück, das ist gut. Und dann recht spät. Ah ja, egal. Wir werden noch mehr... Oh, noch eine. Things have gone quiet. Security team still going patrols in their ridiculous golf carts trying to keep some semblance of order. I heard the rafters let loose some type of rat. Oh, and they strapped tasers on all the butler bots, like some kind of dumb guerrilla war upstairs. We're fixing up a boat, but there's no engine. The raft kid thinks we could take one of the golf cart engines. Not a bad idea. Captain Tully and the investors are still up in the tower. I say leave them there to rot. Ja, Laken oder irgendwie so. Ob ich die hätte mitnehmen können mit meinem... Ja, na egal. Okay, sie sind hier überall. Kann sein, dass ich das nochmal ausprobieren möchte. Oh, Tageslicht! Krass! Oh, das war's. Jetzt Dingsies. Sie's. Echt jetzt? Error. Okay, ich hab jetzt einen Roboter mit einer Machete kaputtgeschlagen. Interessant. Exit. Komm ich hier raus? Durch. Cool. Ist der kaputte, ne? Ja. Hätten wir aber einen noch nicht kaputter. Vielleicht hat er auch noch eine Schlüsselkarte. Vielleicht sind es ja verschiedene. Hi. Du tust auch ganz schön weh. Zwei Stück, okay. Da muss noch so ein Roboter. Wir haben jetzt natürlich das Problem, waffentechnisch. Am Arsch. Müsst mal rausfinden, wo das Floß steht. Ach, ihr regeneriert euch, kann das sein? Ich würde gerne einmal am Floß gucken. Heißt, ich mache auf jeden Fall mit den ganzen Ausgängen hier auf. Wenn sie im Spiel mal durch so eine Stadt laufen? Ach, schon cool. Oh. Trinken ist leer. Ah, Ex. Ah, ich befürchte, wir müssen gleich den ganz normalen Weg nochmal gehen. Aber das ist dann so. Jetzt sehen wir jetzt schon mal so ein paar Sachen.
Ich muss aber ehrlich sagen, ich hoffe, dass wir nicht in jedes Gebäude kommen können, weil dann wären wir hier nie fertig. Ja, doch schon, aber dauert. Da ist Hai und Floß. Da hinten auch noch ein Ausgang. Ja. Hallo Floß. Ich frage mich, ob ich hier auch wieder reinkomme dann. Oder ob das rutschige Angelegenheit ist. Weil es ist ja eine Notfallrutsche. Okay. Nee, ich kann ganz normal gehen. Ist in Ordnung. Tschüss. Gutes Gespräch. So, ich brauche Metallspeer neu. Am besten gleich zwei. Wollen es mal übertreiben, ne? Danke. So. Was machen die Bienchen denn Tolles? Auf jeden Fall sind die Blumen noch alle da. Drei. Drei, okay. Machen gleich Produktion. Was denn hier los? Wasser und Batterie. Das schaffen wir. Wasser für mich. Wasser für euch. Und... wie praktisch wäre es, wenn wir volle Batterien auf Lager hätten, ne? Ach, was für ein Zufall. Haben wir. Entschuldigen Sie den Sarkasmus. Ich finde das geil, dass wir die Batterien aufladen können. Oh. Batterie. Wasser. Weitermachen. Biotreibstoff. So, jetzt müssen wir den ganzen Scheiß noch irgendwie umsortieren. Obst habe ich. Da kommt die Bananen jetzt mal mit dazu. Geil. Ah, Erdbeeren. Gut, die Bäume sind jetzt auch nicht unbedingt Obst. Baumsamen als Planken. Also die, die wirklich nur für Holz gedacht sind. So. Gott. Ich bin hammerfroh, dass wir wirklich ein Lager haben, was irgendwie was taugt. Bauplan Wasserrohr. Ah ja, können wir auch mal gucken hier, ne? Um Wasser zu transportieren zwischen Maschinen. Kostet anscheinend ja auch nur Schrott. Mal ganz kurz gucken, wo der ganze Spaß ist. Ah, hier. Nur Schrott. Unser komischer Wasserfiltrierer da oben auch? Ein Rohranschluss? Nee, ich bin mal gespannt, was da noch wird, weil rein für Wasserrohr lohnt sich ja fast nur das Ding da bis jetzt. Und gut, es musste Pumpe noch dazu geben, das ist auch Fakt.
Das ist schon wieder richtig blöd hier. No, nein, 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 nein. Wir nehmen den ganzen Spaß mal mit hier. Das ist Schaufel. Ich weiß auch nicht, ob Pfeil und Bogen sich jetzt lohnen werden. Aber es ist okay, wenn wir es einfach dabei haben, finde ich. Leute, ihr kommt klar. Wasserversorgung läuft. Inventar ist halbwegs aufgeräumt. Ich werde die Stirnlampe einfach mal einpacken. Weiß noch nicht, dass wir sie benutzen, aber ich werde sie einpacken. Und das einfach aus Prinzip auch. Ja gut, dann lasse ich Pfeil und Bogen aber hier. Jetzt haben wir ein viel zu volles Inventar, wenn wir schon losstreifen. So. Oh, eigentlich will ich aus Prinzip mal gucken, ob wir von hier aus auch nach oben kommen. Würde mich mal interessieren, ob ich jetzt pauschal die einzig richtige Möglichkeit genommen hatte oder ob es nach oben hin auch noch einen Weg gibt. Ist dein Ernst, Bruce? Hey. Der meinte das vollkommen ernst. Dodge, Generator, Cafeteria. Ich gehe nochmal in die Richtung. Jetzt wird's spannend. Kann ich die mitnehmen? Nö. Gutes Gespräch. Hat mich nur interessiert. Boah, jetzt ist gerade wieder dumm gekommen. Ist doch genau der Moment, wo wir das Ding einmal aufsetzen werden. Ha! Ja, tatsächlich, das ist der einzige Weg, den wir gehen konnten. Cool. Ab da oben. Ich würde jetzt natürlich über die Notbrücke tatsächlich wieder rein wollen, oder? Nein, ist nicht der einzige Weg. Ich hätte doch hier rechts abbiegen können. Da ist eine Tür. Kann ich die einfach aufmachen? Okay. Oh. Zack. Ja, auch wieder Tageslicht. Ist das nicht schön? Fange ich unsere Notizen. Oh, ich müsste da ein paar durcheinander fehlen noch. Ich hoffe nicht, dass ich die unten suchen muss. Obwohl diese Surface, der Zugang, Surface Access, stört mich so ein bisschen wegen der Leiter, die da war. Die wir nicht benutzen konnten. Hey, Bro. Okay, Taktik bei denen ist im Kreis drumherum. Ist okay. Und Treffen für Profis natürlich. Okay. Ach, fahrenbeihaft. Ich mit meinem Speer. Ist das gut. Aha. Kunstliebhaber? Aber Loot hast du nicht, ne? Oh doch. Kunststoff, wow. Planken. Können wir hoch?
Das ist natürlich schon wieder etwas interessanter. Wir können hier über die Dächer hüpfen. Cool, aber lass uns doch erstmal die Wohnung leer räumen. Ein Steinpfeil, wow. Ich habe auch immer Steinpfeile bei mir in der Küche drin. Frage mich nur manchmal, wer hat das nicht? Aha. Ruhig die Tarn drin sein können. Mann. Oh, Klebeband. Das brauchen wir. Okay. Noch eins. Boah, wir brauchen drei Stück für unten. Ich habe schon zwei. Was ist das für eine geile Badewanne? Wow. Die ist cool. Ja, die ist cool, die ist cool. Kaufsautomatenmarke. Testgegenstand, oder? Jo. Auf was für einen kleinen Scheiß man hier achten muss. Ey. Also wir gehen auf jeden Fall gleich wieder auf den Balkon und hüpfen über die Dächer. Ist das witzig? So. Darüber hüpfen sieht nicht schlau aus. Das heißt, wir machen jetzt hier mal weiter. Hey, unser Floß. Schön. Okay. Puh. Assassin's Creed. Puh. Profi. Noch Loot? Oh yeah. Schon hier, Glas, Bolzen. Oh, sehr schön. Moin. Gib mal deine Schlüsselkarte, bitte. Danke. Ah, ich hätte von der Seilrutsche auf die nächste springen müssen, oder wie? Oh. Interessant. Oh. Hey. Oh yeah. Cool. Mauskram? Nö. Oh, kann ich die Bäume hier alle fällen? Ja, das gefällt mir doch. Okay, es sind eine ganze Menge Bäume, die hier sind. Ich kann mir hier Deko kaufen? Richtig? Hier ist Essen? Das ist ja cool.
Hier ist so eine Marke, entsprechend kann ich da jetzt noch keine Wunder wirken und shoppen gehen, aber cool. Auf jeden Fall brauche ich eine neue Axt hier. Das ist ja übel mit den Bäumen. Will ich alle haben. Wo viele Planken es überhaupt gibt hier. Ich zähle mal kurz mit. Eins. Zwei. Drei. Ja gut, das ist nicht so viel, ne? Eins. Zwei. Drei. Ja, nee. Ganz ehrlich, ich finde drei Planken ist ein bisschen knapp. Das lohnt sich fast schon gar nicht. So. Hi, du da. Na, ah, drei Planken pro finde ich ein bisschen wenig. Komm, gehen wir hier rein. Ach, geht das alles mal in den Fahrstuhl? Okay. Ah! Fahrstuhlmusik. Woo! Ja. Heute, ihr habt Ratten in der Wohnung. Oh. Ihr habt eine große Ratte in der Wohnung. Die war stärker als die alten. Die anderen. Oh, oh. Marke. Oh, oh. So, wir haben die Klebeband fertig, die wir brauchen. Zumindest für die Stelle unten. Noch eine Automatenmarke? Schön. Die haben alle so coole Badewannen. Naja, ist okay. Ein fertiger Haken. Münze. Also, Marke. Schön. Aber ich bin gedacht, dass ich hier rauskomme. Gut. Es ist ja schon wieder so dunkel hier. Okay, wir klettern mal weiter aufs Dach hoch. Denke ich auch gleich wieder ein guter Moment, um einmal Schluss zu machen für heute. Vor allem, da es gerade dunkel ist, kann ich ja wunderbar einfach die Nacht aussitzen und euch dann am Tag wieder dazu holen. Ich dachte mir, wir machen dieses Dach hier noch kurz zu Ende. Ja, das Dach ist nix. Hä? Ja, fast schon verarscht, dass man hier. Hier. Nee, auch nicht. Rüber? Okay. Interessant. Ist okay, lasst mir so stehen.
machen wir auch Schluss. Ich bedanke mich mal ganz herzlich fürs Zuschauen. Aber auch erstmal speichern, schon lange nicht mehr getan. Weiß immer nicht, ob er auch Autosave macht, aber schon lange nicht mehr getan. Super. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, wie immer, super gerne Bewertungen dalassen. Und ich weiß auch echt nicht, wie lange wir jetzt hier noch in dieser Stadt sitzen werden, aber kann auch dauern. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.